Ich bin Tina und lebe mit meinem Hund Lenny in einer WG in Berlin-Neukölln. Ich habe Sonderpädagogik studiert und setze mich für Klimaschutz, Gerechtigkeit und ein gutes Leben für alle ein. Vor 10 Jahren stand an Weihnachten die Gans aus dem Ofen vor mir, die ich ein paar Wochen vorher noch auf dem Gänsehof auf einer grünen Wiese hab rumlaufen sehen. In dem Moment hörte ich auf, Fleisch zu essen. Welchen politischen Einfluss das hat, war mir damals natürlich noch nicht bewusst. Über die nächsten Jahre hinweg wuchs bei mir das Bewusstsein, wie wichtig ein sorgsamer Umgang mit der Umwelt ist. In den letzten 5 Jahren habe ich mich immer mehr mit dem Thema Klimagerechtigkeit beschäftigt. Das heißt, wie können wir weltweit gerechte Lösungen in der Klimakrise finden? Denn diejenigen, die von den Folgen der Klimakrise am meisten betroffen sind, sind nicht diejenigen, die die Klimakrise hauptsächlich verursachen. Ich fing an, Dokumentarfilme zu sehen. Zum Beispiel den Film The True Cost, in dem es um die Arbeitsbedingungen bei der Herstellung von Klamotten geht. Je mehr Dokus ich sah, desto mehr verstand ich die Zusammenhänge zwischen meinem Leben in Deutschland und der Armut in anderen Teilen der Welt. Nach und nach veränderte ich immer mehr Bereiche in meinem Leben. Ich fing an, weniger unnötige Dinge zu kaufen, weniger wegzuschmeißen und auf eine faire Herstellung zu achten. Ich sprach mit vielen Menschen in meinem Umfeld und nervte sie mit den Themen. Doch spätestens durch Fridays for Future sah ich mich gezwungen, nicht mehr bloß im Freundinnen- und Familienkreis aktiv zu werden, sondern auch auf politischer Ebene. Also ging ich auf Demonstrationen von Fridays for Future, Unteilbar oder Wir haben satt und nahm an verschiedenen Klimaschutzaktionen teil. Die Aktionen waren zum Beispiel Straßenblockaden, Blockaden gegen den Kohleabbau oder die Automobilindustrie. Um neuen Input zu bekommen, suchte ich im Internet nach Klimaworkshops und fand ganz zufällig ein Angebot der Bund Jugend, Klasse Klima. Bevor ich euch von Klasse Klima erzähle, möchte ich euch vorstellen, wer die Bund Jugend ist und was sie macht. Die Bund Jugend ist der unabhängige Jugendverband des BUND. Das ist der Bund für Umwelt- und Naturschutz in Deutschland. Über das Netzwerk Young Friends of the Earth ist die Bund Jugend mit jungen Menschen aus der ganzen Welt verbunden. Die Bund Jugend engagiert sich für Umweltschutz und globale Gerechtigkeit. Das heißt, eine Zukunft, in der wir lebenswerte Städte und die Vielfalt der Natur erleben können. Eine Zukunft in einer weltoffenen Gesellschaft, die alles daran setzt, die Klimakrise aufzuhalten. Eine Zukunft mit fairem Welthandel, erneuerbaren Energien, sauberem Wasser, Artenvielfalt und glücklichen Tieren. Die Bund Jugend fordert ein Umdenken von der Politik. Aber wir müssen auch bei uns selbst anfangen. Wer etwas verändern möchte, kann bei der Bund Jugend aktiv werden. Das geht zum Beispiel über Seminare und Workshops, Demonstrationen organisieren und daran teilnehmen, Aktionen planen und viele mehr. Ich selber bin bei der Bund Jugend bei Klasse Klima aktiv. Klasse Klima ist ein Projekt der Bund Jugend, das es sich zum Ziel gemacht hat, Klimaschutz an Schulen zu bringen. Ganz nach dem Motto School Change, not Climate Change, unterstützen wir SchülerInnen dabei, ihre Schulen klimafreundlicher zu machen. Dazu planen wir gemeinsam Aktionen. Außerdem schauen wir uns bei Projekttagen und AGs an, wie jede und jeder Einzelne von uns im eigenen Leben und durch politisches Aktivwerden etwas für den Klimaschutz tun kann. Doch was hat das alles nun mit globaler, also mit weltweiter Gerechtigkeit zu tun? Nun ja, ich denke, dass globale Gerechtigkeit ganz eng mit Klimagerechtigkeit verbunden ist. Gerechtigkeit bedeutet, dass Güter und Lasten gerecht verteilt werden. Wenn wir also nun von Klimagerechtigkeit sprechen, steht die Menge des CO2-Ausstoßes für die Güter. Warum? Weil die Länder, die finanziell und wirtschaftlich gut aufgestellt sind, viel CO2 ausstoßen, da sie auf großem Fuße leben. Das sind zum einen die Industrien und große Unternehmen, die Mengen an CO2 ausstoßen, und zum anderen wohlhabende BürgerInnen, die viel Geld haben, um ständig neue Produkte zu kaufen und durch Flugreisen, Autofahrten und Fleischkonsum zusätzlich den CO2-Ausstoß ankurbeln. Diese Länder nennt man globalen Norden. Damit ist nicht unbedingt der geografische Norden gemeint, wenngleich die meisten Länder des globalen Norden auch im geografischen Norden liegen. Also dazu zählen europäische Länder, die USA, Kanada, Russland, Australien oder Neuseeland. Schauen wir uns nun die Lasten an. Wenn wir von Klimagerechtigkeit sprechen, sind die Lasten die Folgen der Klimakrise. Und diese betreffen Länder des globalen Südens extrem stark. Zum einen wegen ihrer geografischen Lage. Sie sind zum Beispiel oft stark gefährdet von Dürren, einem steigenden Meeresspiegel und Naturkatastrophen. Zum anderen, weil sie weniger Möglichkeiten haben, die Folgen der Klimakrise aufzufangen, da sie gesellschaftlich, politisch und wirtschaftlich benachteiligt sind.
Warum das so ist, hat verschiedene Gründe. Ein wesentlicher Grund ist jedoch die Kolonialisierungsgeschichte vieler Staaten. Europäische Länder wie Deutschland, Frankreich, Niederlande oder England haben über viele Jahre hinweg Staaten des globalen Südens, die zu Kolonien wurden, ausgebeutet und zerstört. Bis heute leiden viele Staaten des globalen Südens unter den Folgen der Kolonialisierung. Und nun zusätzlich auch noch unter den Folgen der Klimakrise. Es sind also die Länder, die am wenigsten für den weltweiten CO2-Ausstoß können, die am meisten unter den Folgen der Klimakrise leiden. Ich finde, dass wir im globalen Norden die Verantwortung dafür tragen müssen. Das heißt, dass wir schleunigst unseren CO2-Ausstoß eindämmen und Lösungen für die Folgen der Klimakrise finden müssen. Koloniale Kontinuitäten, also das Weiterführen der Machtstrukturen, die zur Ausbeutung und Unterdrückung der Staaten des globalen Südens führen, müssen erkannt und gestoppt werden. Wir können auf verschiedene Arten etwas bewegen, indem wir Druck auf die Politik machen, aber auch indem wir etwas in unserem eigenen Leben und unserem eigenen Umfeld verändern. Wir leben in einer immer schneller werdenden Welt. Nehmen wir mal das Beispiel Klamotten. Immer Neues, immer mehr, nie genug. Werbung überall, wir kaufen, Sale, günstig, billig, in, out, schmeißen weg, kaufen Neues. Die Materialien zur Herstellung unserer Kleidung schaden der Umwelt. Die Menschen, die unsere Kleidung herstellen, werden ausgebeutet und arbeiten zu menschenunwürdigen Bedingungen. Und durch den Transport der Waren wird CO2 verursacht. Was können wir also tun, wenn wir etwas Neues brauchen, es aber nicht neu kaufen wollen? Genau, gebraucht. Um gebrauchte Kleidung zu kaufen, gibt es viele Möglichkeiten. Secondhand-Läden, Flohmärkte, Online-Plattformen. Aber wohin mit dem eigenen Zeug, das man nicht mehr trägt? Habt ihr schon mal von einer Kleidertauschparty gehört? Dort bringt man die Kleidung, die man nicht mehr haben möchte, mit und kann sich im Tausch dafür andere Kleidung aussuchen. Somit wird nichts Neues gekauft, aber auch nichts weggeschmissen. Um eine Aktion wie eine Kleidertauschparty zu planen, lohnt es sich, sich vorher ein paar Gedanken zu machen. Dafür haben wir von Klasse Klima fertige Plakate, die ihr ausfüllen könnt, um eure Aktion zu planen. Je besser eine Aktion im Vorfeld geplant ist, desto leichter lässt sie sich ohne ungeplante Zwischenfälle umsetzen. Die Plakate findet ihr zum Download auf klasseklima.de unter Mach mit. Überlegt euch, wie ihr eure Aktion nennen wollt. Und formuliert in wenigen Wörtern, was die Idee eurer Aktion ist. Überlegt euch, was ihr mit der Aktion erreichen wollt. Was ist das Ziel der Aktion? Wer kann euch bei der Umsetzung helfen? Und was braucht ihr dafür? Wie wollt ihr eure Aktion bekannt machen? Und das Allerwichtigste, plant so genau wie möglich. Setzt euch Deadlines und verteilt Aufgabenbereiche. Wer kümmert sich um die Kleiderstangen? Wer macht Fotos von eurer Aktion? Und wer ist gut im Flyer gestalten? Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie ihr eure Kleidertauschparty zu einer coolen Aktion machen könnt. Da es ja eine Party ist, sollte gute Musik nicht fehlen. Vielleicht will sich jemand in eurer Klasse ja mal als DJ ausprobieren. Ihr könnt auch überlegen, ob ihr eine Kleiderreparierecke machen wollt. Dort können Menschen kaputte Kleidung mitbringen und gemeinsam Knöpfe annähen, Löcher stopfen oder Applikationen draufbügeln. Vielleicht haben eure Eltern oder Großeltern ja noch eine Nähmaschine oder etwas Fadenknöpfe oder ähnliches zum Spenden und können euch vielleicht sogar vor Ort unterstützen und beim Reparieren der Kleidung helfen. Wenn die Räumlichkeiten es hergeben, wäre es auch eine Option, einen Dokumentarfilm wie zum Beispiel The True Cost zu zeigen. Dann können sich alle gleich weiterbilden und verstehen, warum so eine Kleidertauschparty nicht nur eine spaßige, sondern auch eine sinnvolle Aktion ist. Eine Kleidertauschparty schützt das Klima, die Umwelt und die Menschen, die für unsere Kleidung ausgebeutet werden. Wenn ihr also eine Kleidertauschparty macht, könnt ihr eine Menge bewirken. Wenn ihr anschließend noch von eurer Aktion berichtet, zum Beispiel in der Schülerzeitung oder auf Social Media, könnt ihr vielleicht ja noch andere Menschen zum Überdenken ihrer Shoppinggewohnheiten bringen. Wenn ihr Unterstützung beim Planen eurer Aktion braucht oder Fragen habt, könnt ihr mir wirklich gerne schreiben. Meine E-Mail-Adresse ist tina.werner@bundjugend.de oder ihr könnt uns auf Instagram schreiben, da heißen wir Klasse Klima 2.0. Ich freue mich von euch und euren Aktionen für mehr Gerechtigkeit auf der Welt zu hören und wünsche euch dabei viel Erfolg. Macht's gut, eure Tina von Klasse Klima.